Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache heute ein Food Haul für euch in einer neuen Art für mich. Und zwar filme ich das direkt vom Einkaufswagen, wenn ich es in den Kofferraum packe, weil dann kann ich es zu Hause direkt in die Schränke einpacken. Und ja, fangen wir direkt an. Ich habe ein neues Brot. Ich war im Aldi. Ich habe ein neues Brot entdeckt. Bernd isst ja immer noch gerne Brot, oder das ist eher gesagt so ein Sandwich, so ein Toast mit Chiasamen und Leinsamen. Das sieht ganz interessant aus. Habe ich das mal mitgenommen für sein Omega-3. Ist aber warm, ich muss mir ein bisschen die Jacke ausziehen. Dann haben wir dreimal violetten Spargel, zweimal Salatherzen, also vier Stück insgesamt, eine Schlangengurke und eine Zucchini. Die knabbern wir einfach so, mein Sohn und ich. Das mögen wir ganz gerne und ja, habe ich einfach mal eine mitgenommen. Genauso wie Fenchel, den knabbern wir auch so roh einfach als Rohkost Zwischenmahlzeit. Dann noch zweimal Brot, einmal das volle Korn dunkel und das milde. Das ist auch hauptsächlich für Bernd und meinen Sohn. So, dann haben wir ja wieder angefangen zu entsaften, der Bernd und ich. Deswegen habe ich einen Sack Äpfel mitgenommen. Das sind 2 Kilo. Das ist die Sorte Red Yona Prince. Die habe ich noch nie gehabt, aber ja, die habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Wir hatten, als wir von der See zurückgefahren sind, auch schon eingekauft. Auch Möhren und Äpfel und das alles. Ja, und das haben wir alles schon gestern und heute entsaftet und getrunken. Der Bernd ist da ganz tapfer. Dann haben wir einmal Birnen und Möhren, auch hauptsächlich zum Entsaften. Dann habe ich einmal die braunen Champignons genommen. Einfach, ja, die waren jetzt weniger drin und günstiger, aber so viele esse ich davon nicht. Ich raspel mir die im Salat rein. Deswegen reicht mir die kleine Packung. Das sind 250 Gramm. 2 Avocados, 3 rote Paprika, Sack Zitronen und Tomaten. 1 Sack Süßkartoffeln. Eigentlich mag ich die nicht so gerne, aber ich habe jetzt rausgefunden, wenn ich die in Soßen mit koche und dann ganz klein schnibbeln, dann schmecken die ganz gut. Aber so als Backofenkartoffeln mag ich die ehrlich gesagt nicht so gerne, aber die sollen so gesund sein. Deswegen versuche ich mir die anzutrainieren. Das kann ich auch jedem empfehlen, der ein Gemüse hat, was er nicht so mag. Das kann man ja sich wirklich antrainieren. Ich habe das mit Champignons geschafft, also die mochte ich früher gar nicht und jetzt esse ich die halt roh oder auf Pizza. Oder halt im Salat roh und mit Artischocken habe ich das gemacht und Rucola, das mochte ich alles nicht. Und wenn man das immer wieder isst und wenn es nur kleine Mengen sind, irgendwann mag man das dann. Dann haben wir einmal rote Trauben und 2 Packungen Pflaumen. Die wollte ich auch zum Entsaften nehmen, die Pflaumen. 1 Sack rote Zwiebeln und Orangen zum Entsaften und ganz viele Bananen. Ja, so Reis und Linsen und sowas, das haben wir alles noch zu Hause. Da hole ich ja immer, also zumindest die Linsen hole ich in der Metro. Da hole ich einen riesengroßen 5-Kilo-Sack, diese braunen Tellerlinsen. Und damit kommen wir eine Weile aus. Und Reis und Nudeln, das haben wir ja auch alles auf Vorrat im Keller. Deswegen ist sowas jetzt nicht dabei. Hauptsächlich frische Sachen haben wir gekauft, ja, damit wir wieder schön entsaften können und ja, Salate essen können. Das hat uns gefehlt jetzt alles nach dem Urlaub. Da war natürlich nichts mehr da. Ja, und auf Vorrat hole ich davon auch nicht so viel, weil das wird natürlich dann irgendwann auch schlecht. Und deswegen hole ich das lieber 2-3 Mal in der Woche frisch. Und ja, die Bananen, die müssen jetzt natürlich erstmal reifen. Ich hatte mir welche von der Ostsee mitgenommen. Deswegen habe ich noch ca. 15 Stück zu Hause, die schon langsam reif werden. Die haben schon ein paar kleine braune Punkte und die sind jetzt einfach da, dass die ja nachreifen können. Ich fahre jetzt wieder los. Ich muss weiter arbeiten. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!